Einen wunderschönen guten Bonjour gewünscht. Und dann geht es dann nochmal weiter mit Fallout Shelter. Und ja, muss auch irgendwie weitergehen. Geh mal so hin. Und ja, das ist schon ein bisschen lang hier, dass ich ein bisschen mehr aktiv gespielt habe. Ich hoffe, das fällt heute nicht großartig ab. Ja, gleich dran geholt, rausgezogen etc. pp. Voll halt meinen Schulstall noch. People, die ich kann kurz rausschicken, genau, ab, rausschicken. Die wirklich richtig equipiert sind, die sich schon dabei sind. Mama ist die Dutten dann haut für dich doch verteilt davon, hast du dann eine coole Idee? Ich gebe so, ja, mein Demo für dich doch. Und dann, ja, gehen wir die Mission machen. Yes, das brauchen wir. Nein, das brauchen wir nicht. Wasser ist immer gut. Caps, ja. Oh cool, neue Pimpel in the house. Das geht doch. Dann haben wir Caps. Ja. Da, das ist gut. Und dann noch zum Schluss, was haben wir hier? Klupperseber, Asphalt. Wow, ein Pistol, wo wir verkaufen können, instant. Ja, und die Strahlenschutzanzüge. Okay, cool. Dann holen wir hin, hier. Und hin. So schmeißen wir mal direkt an eine Trainingssession hier ran. Da gebe ich so, dann fangen wir mal an mit der Feuerprobe, mit der Show. Und da muss man da lorem vor beantworten. Up, up, up. Wie fand ihr das? Fand ihr das gut? Fand ihr das schlecht? Schreibt mal Kommentare. So, damit das gut. Ich fand immer so herrlich, wenn Leute dann so battlen für irgendwelchen Chrom. Ja. Okay, da wünsche ich euch aber einen wunderschönen zweiten Christfeierdach. Schon, ich wollte gerade so ein Kuckchen bei der Zimmer wegen Aufnahmen. Es war ein zweiter christlicher Feierdach. Und ja, da gehen wir mal ein bisschen durch, alles Sensen und so weiter und so fort. Ja, Kopf, ja, Knopf oder so und so weiter und so fort. Die Kinder der Turmswelt, ja, natürlich. Leuchtende Meerleuchten, seht ihr das Turm da sind. Hey, das haben wir gesehen. Von dort. Ach, warte mal, komm. Schon lange gespielt, lange nicht mehr gespielt, du wenigst. Komm, Mama hat für dich platt. Gut. Das ist schon noch unsere Schuhe gepasst mit der Dingen, wo ich Schule kennt. Up. Ja, und ihr wisst, wie man alle die drei lo und dann bei nichts gern und nichts gern, nichts gern und so weiter und so fort. Ja, was geht groß hier in Fallout 76 ist ja schon ein bisschen lang raus. Ja, tut ein bisschen Bullshit geerntet, dann hier und da Shitstorm an. Ja, wenn der Ming persönliche Meinung dazu hören wollt, wenn ihr Spiel nicht gefällt, spielt es nicht. Oder programmiert selber ich Spiel. Punkt fertig. Die technischen Aufwand, wo du hin und durchstehst, das bedenken Leute mal gar nicht. Zum Beispiel ein ganz dummes Beispiel. Warte, gucken wir mal, zweite Runde. Lockheads Cup. Nicht korrekt, ja, okay. Ja. Bei der Fallout 3, wo da jo Wetz. Gut, Wetz geht ja alles wirklich als Slow-Mo. Wirklich, bald, dass es alles stehen bleibt. Aufgespielt. Bei einem MMO kannst du das ja nicht machen, weil die anderen auch hier weiterlaufen. Dass der da aber hinkriegen, dass der aber verlangsamt geht, ohne die anderen zu beeinträchtigen, musst du schon hinkriegen, oder? Kriegen andere Leute das hin? Wahrscheinlich nicht. Die, wo dumm schwätzen. Das ist so einfach wie mengt, aber ma. Welche der Orte ist nicht in Commonwealth? Avatar, Diner. Oh, ich weiß es doch nicht. Ja, und da, ja, das vergisst du leider immer am nächsten. Das hat vielleicht ein bisschen mehr aufwendig Jazz an, ja. Ja, es wollte vielleicht die Fallout 5, mehr die guten, der Toten.
Deal with it, du brauchst ja auch nicht zu spielen. Und ich bin der Meinung, wenn die Leute dann so etwas spielen und sie wissen nicht, was sie erwartet, entweder waren sie zu dumm, sich zu informieren, oder sie wollten sich nicht informieren. Sieh ja schon etwas aus. Sowieso, ich spiele immer von Anfang an direkt zu holen, so, was ist die Front davon, da sind ehrlich. 3, 4, 5. Was ist die Front davon? Ich warte nochmal bis mal Zeit vergangen ist und dann gucke ich und das spiele nicht. Wenn der Mann nicht gefällt, dann brauche ich nicht zu kaufen. Punkt. Du kannst ja nur nochmal nur kaufen. Glück, dass in MMO ist. Aber ja. Gaming 10 respektive Spieler aus sich fängt nicht mehr an. Es soll aber einfach sein, darf nicht so einfach sein. Boah, es sind aber kein Personage, oder? Auf jeden Fall du kein Personage. Auf jeden Fall kann ich nicht stehen, kann ich nicht tun. Oh, sorry, dass ich mal doch lädt. Hallo, ich kann doch nicht sehen. Ja, zum Beispiel, etwas, wo die Leute sich ein bisschen aufregen. Und wo ich mal gut verstehen, wie weit Leute sich da aufregen. Weil ich kenne ja schon ein Beispiel, woher kommt die? Okay. Wenn da lo Fallout spielt, das ist ja an einer dystopischen Zeit, das heißt, dass nicht, dass nur alle 5 Meter ein seid, das ist eine radioaktiv verseuchte Welt, nur bis mehr wie 20 Jahre im Fallout. Und das ist ja normal, dass hier nicht viele Leute sind, auf gar keinen du hast. Punkt. Das ist ja hauptsächlich, dass man den Kollegen spielt, dann heuern du. Und dann könnt dann, kommt dann zum Beispiel, ja, mit sind aber kein NPCs oder zu wenig. Roboter so in NPC davon aufgesehen. Wo befand sich Kellogg's Hauptquartier? Hier schon ein Fort Strongman Schwert gewischt. Ah, cool. Ah, ne, falsch auch Schwert. Ja, und da regen die Leute sich dann, ob das kein Ding, du siehst, oh, sorry, fucking, das ist an der Dystopie. Du kannst nicht erwarten, dass lauter Leute sind, die verliebt tun. Das kannst du auch nicht erwarten. Man muss schon froh sein, dass wir die Roboter da sind und dass die evaluiert tun. Okay, Punkt. Aber da kommen eben die Leute, boah, Red Dead Redemption 2, boah, best Game ever, boah, besser wie geschnitten Brot, nice. Muss man denken, okay, lauf mal ein Kehr durch die Gegend und dann siehst du auch keine Leute, dann siehst du lang keine People. Ja, mit das ist aber so. Fallout, also auch so. Du siehst nicht, ob alle 5 Meter in ein Personage. Das ist nicht so bei Fallout. Und ja, bei Red Dead Redemption, wow, das ist aber geil, cool, nice, boah, ey, nee. Ja, weil Red Dead Redemption eh cool war, geil, aus dem zweiten auch automatisch cool. Nee, wenn du ein Manko da hast, zum Beispiel wie das, dann muss ich das auch so hin. Und ja, und du hast auch Spielwelt teilweise idle. Mechanik von dem automatischen Laufen mit dem Pad funktioniert auch nicht richtig. Mäh. Darüber gehen wir uns dann nicht aufregen. Aber wir gehen uns ja auch Fallout aufregen, dass Fallout, eben, der neue Fallout MMO, dass den eben schlecht ist, dass unlogisch ist, nicht das logisch, dass du kein viel NPC sind. Punkt fertig. Über andere Sachen kann auch noch ruhig diskutieren. Du hast nicht, dass bei deinem Blutbag gewesen heuern, du, wo man denkt, Dingen, ja, nochmal so bald wie Geld an die Hand zu nehmen, kriegen das, was die will, oder weil ich könnte schon eine müssen etwas cooles sein, aber nicht das, was den sich erhofft hat, ein mega cooler Imba, duper trupper Item, dann sind die Leute auch im Ugepis, ja, mir gucken mal, ich will da, aber geduld, ich gebe aber, ja, dann nicht von mir, ich werde zu kriegen, dann holt das recht, da ist ein Alpha an der Klo dabei, und dann informiert ich recht dann Dono, ne, informiert ich wieder drunter, und dann kannst du merken, so, wollte ich das holen. Du. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Healen, healen, healen. Nein, auch healen. 1, 2, 3, 4, 5. Hin ist weg. Ja, wie gesagt, informiert für dich, was du kriegst und der kaufst. Punkt. Fertig. Und andererseits, wenn es nicht wie es war zur Krise und du kriegst einfach Käse am Sack, dann wundert dich nicht. Ja, mit das ist aber mein Geld. Ja, okay, das ist an der Reihe. Gerade du wenigstens informiert, dich war zur Krise. Ah, oh, ey, Leute, man scheint du so richtig Rosen, wo ich mir denke, sind sie da zu dumm, viel zu atmen oder was?
Das muss ich auch erklären. Aber die Leute sind dumm wie zu Otman, geil. Otman. Also Otman. Nee, an Otman. Also Otman. An Otman. Also Otman. An Otman. Also Otman. Knapschen, Dreck, Knapschen, Dreck, Knapschen, Dreck, Knapschen. An Otman. Versteht er? So einfach ist es so. Da fängt es. Ich fand den Spieler. Oder das spielt Mentalität, das ist relativ toxisch in letzter Zeit. Und ganz einfach, weil sie sich eben von kann beeinflussen lassen. Ich schon kurz im Luxemburg gesehen, okay, das ist schon all nicht all Kamellen, das ist immer noch an diesem Jahr. Game of the Year ist anscheinend Fortnite gehen. Wow, ich meine, da seht ihr schon alles von der Gaming-Industrie, wo wir aktuell haben. Ich meine, mehr muss ich dazu ja nicht mehr sagen, wenn Fortnite Game of the Year geht. Das ist genau wie Zelda Breath of the Wild Game of the Year. Da kann ich auch so denken, was ist Dolofuti? Was ist falsch mit den Leuten? Da gibt es bei weitem bessere Spieler, wo rauskommen, sie mir, um Gottes Willen, Fortnite das Game of the Year. Wie gesagt, und Spatgrot. Wenn sie meinen, dass Fortnite Game of the Year würde, dann ist das eben so. So kann ich schnell schon ändern. Und dann ist es eben so. Wie Fortnite Game of the Year. Mein bester Wille nicht. Kack of the Year, ja, aber nicht Game of the Year. Gucken wir mal, ob wir mal rausschicken. Gucken wir mal, ob, da können wir schon zwei rausschicken. Eins. Ne, drei können wir rausschicken. Zwei. Drei. Gut, ab, und dann nochmal los. Dann nächsten. Ah, fuck, ist schon hier Anzug 100 der andere Leute gehen. Gah! Ja, muss gucken, dass Standzüge sind, so schnell wie mich hier gestanden kriegen. Mäh. Auch wahrscheinlich auch noch die Waffen 100 andere Leute gehen. Okay. Vorlautschalter reagiert nicht mehr. Ja, dann schneiden wir das dann zusammen, gell? Jo. Jo, und da sind wir dann. Ja, das wird bisschen müssen. Summen. Wow, gekottet gehen, dat kann ich gehen, dat tut dann. Gucken mal, wie weit wir kommen mit der Eisem. Ding, was muss man machen? Ja, ja, na, Ding da so aufgekackt, keine Ahnung, für was. Rettungsskorpion, so gut, Peter. Los mal her. Um euren Job zu machen, aber wir niemand aus dem Packs. Ja, bitte. Okay, cool. Weil das das, was man echt braucht, aus dem Packs. Okay, cool. On, go. Dingen aus für den Rettungstrupp. Okay, löschen Skorpion. Ah, der Tod geht von den Göttertoten. Ohne Stimpack sollen die irgendetwas rauflaufen. Yay! Warte mal, die Dote mal nach Kronkoch können. Das wäre aber cool, wenn da war schon. Okay, groß ist sie nicht. Mal 4-Deal. Impact, Slabo Kitty. Schlecht. Kleinen Üstergen. Maulwurfsratten. Okay, die sind schnell weg. Die sind wirklich schnell weg. Okay, holen wir den dritten Mal. Tun wir nicht. Mit all Gegner, wo wir Mann holen, hilft mir. Das Kakerlaken. So an der Reihe. Ja, schon aber leider nicht die falsche Outfit in Hanschmeh. Als Sterne einfach so verschenkt tun. Da müsst ihr wissen, dass ich nicht genug holen. Ja, whatever. Skorpion, ja. Okay, zwei Stück. Jetzt, die kriegen wir schnell down. Alpha? Kann ich das Beta? Die Alpha wird hier Papageien. Beta wird dann. So wäre es. Kamenka? Oh, du hast die Leuchtenden dabei. Du gehen wir direkt auf die Leuchtenden. Hi. E-mal. B-mal. Dreimal. Was hat ein Alpha? Leuchtende Ratskorpion. Okay. Das kann sogar funktionieren. Da hat ein Problem. Hat mich eigentlich ein bisschen gewundert, mehr.
Okay, Leuchten haben wir auch gemacht. Wow, da geht fix wieder. Kein Steampacks dabei und what the fuck, was man sieht wieder neu. Okay. Würde bitte einfach die Klappe halten und nach Hause gehen. Ich habe schon genug Probleme. Naja, hätten noch mehr Platz über. Im Wald, ihr könnt mitkommen. Ja, noch Platz. Einer kann mitkommen. Ja, dann natürlich. Klar, ich sage. Ich erwischt. Ja, komm, machen wir dazu. Wir sind fein. Wir sind einfach heute, wenn radioaktiv Skorpionen, Pepepex, Zaren der Reiter, da sind die auch glücklich. Freuen sie sich in den Bauch. Sind sie glücklich wie Kischchen und da geht das schon. Ja. Wow. Und hat großer hat ich mit Kronkoch gefunden. Ja, aber du musst ja irgendetwas holen. Das Lasergewehre, ma. Ah, das ist alles relativ ich am Moistland, sind wir mal ehrlich. Hier wird lo Steampacks, Redderay, Kronkorken oder Lasergewehre. Und weit von seinen Waffen ist, die funktioniert. Das Gold wert, das hat. Wirklich Gold wert. Haben wir noch fertig gemacht und wollte auch da geht fix. Yep. Ja, denn ja, wie gesagt, am Anfang Trend von Fallout wird müsste sehen. Leute, ich ist einfach dumm sehen. Mal wissen, ja, na. Zum Glück sind kein drei, sind dann immer in Anzug gedreht, wenigstens das. Wenigstens das. Okay, alles. Tutti quanti, fertig, finiti. Gut, und up. Und zurück zum Wald, okay. Ja, gut, das sind. Oh, gut, das ist cool. Das sind allzu lang, wo dauert, wenn die Lächel auch nicht gerade ein Stündchen dauert. Das ist Sarenderei. Ein Stündchen. Ein 10 Minuten, dann haben wir mal keine halbe Stunde. Jut, jut, jut. Hopp. Bisschen Schmuser. Ups, ja. Okay, du musst ja nur dann. Moment, richtig rausschicken. Mal ne, richtig rausschicken kannst du nicht eben so halbherzig rausschicken. Mit dem falschen Equipment. Anfang. Also egal. Hopp. Und dann nach den Toten. Auch noch raus. Komm, hopp. Dann holen wir mal up Alpha. Spielzeug irgendetwas. War das die Spielzeug irgendetwas? Oh. Okay, Waffen stimmen. Erforsche. Okay, das geht. Aus relativ. Kurzer Knackisch, kriegen wir hin. Hopp, einmal mit Fix. Oh, ich rasch schon. Wir sind gut in der halben Stunde bleiben wir das, kann ja. Ich bleibe gut in der halben Stunde. Ja, ich hatte ja gesagt, ich meine, es soll gut immer nur an einem Rutsch fertig. Und dann geht halt immer drei Stück. Weil das hier sowieso Minecraft für jo nicht lebt, dann könnt Leute sich schon vorlautern. Hinsehen, genießen, gucken, wie auch immer. Geht das schon. Dim. Dim. Na komm. Jupp. Ja, das Zeitfut nass eklig aus. Am Dunkel, bäh. Ja. Ist schon eine Wand nicht so gern. Da sind wir auch eigentlich nicht. Ich hatte so die Freiwand hier, statt die wo ich am liebsten, weil so zwischen 10 sind.
Ja, wenn zu warm ist, ist nicht gut, wenn zu kalt ist, ist nicht gut. Das Leute beschweren sich immer dann eben so Zwischenmittel, so, geil, das ist dann Frio an Hirscht. Das ist ja doch an der Reihe. Und da gibt es schon mal den Frio holen wie den Hirscht. Frio, geil, bleibt lange hell am Hirscht, als ich da ist. Da ist jetzt die Moral ruft, die wisst ihr wie das. Geht die mit, geht die launisch. Ja. Das ist auch nicht unnötig, lustig. Den noch mal. Komm, Tata. Tata Baro Milan. Wow. Die waren zwar wohl schnell auf, lol. Zuf. Nächsten drauf. Dann zwei Taschen nochmal gepackt. Boah, ich bring mal noch fertig an. Der Tisch bei 25 Meter ungefähr rauszukommen. Ich meine, ich schätze mal so 26 wird man brauchen. Ich versuche schon und dort lang zu zählen. 25 wäre optimal, weil man so gut drinnen bleibt, wäre cool. Ja, gesagt, wenn man Kampf macht, wenn wir drei People kriegen, geht das ja, geht lang gezogen, das will ich auch nicht mehr. Kannst du willing, dass du ein bisschen länger als von den Lo so ein kleines Mission ist wie der Toten an es so kommen 5-6 Minuten an oder 7 Minuten, dann will ich noch ein bisschen ja, rausstocken dann ja. Das sind die Dinge, wo du ein bisschen gerne lang hat mir so. Ja. Da geht bist du hin, komm. Komm. Yes, Elend Schlange groß. Gut. Ah, die sind auch dann 2, 3 Mai. 2. Okay, du schießt eh mal den Hype geholt. Warte. Do. Und dann holen wir mal. Gut, alles und dann, sie dort die blockiert sind, komm. Gib Gas, hab. Okay, und dann lässt er an. Boah, ey, nochmal so gut noch geschafft. Nice. Oh, fucking hell, das sind ein paar mehr. Todeswunsch, bla bla bla, Energie. Natürlich, ich krieg den. Ich krieg den. Und dort. Oh, wow, auf so wow, cool. Nice. Ja, und dann, wow, 10.000 mit einer Mission. Passt. Okay, cool. Und dann gebe ich so in der Werte. Dann gehen wir noch raus hier und dann, so entstand Tschüssikowski, auch von mir einen wunderschönen, have a nice day. Tschüss!